Hallo Leute, hier ist Steve von Modern Muscle Ace und willkommen zu einem neuen Car Review. Das ist natürlich der 2019er Ford Mustang GT. Der hat sich ja mit dem Facelift schon vor ein paar Jahren sehr viel getan und ich werde euch heute alles von außen und innen zeigen, was man über den Wagen wissen muss, werde eine Proberunde drehen und dann auch ein kleines Fazit geben, für wen der Wagen genau das Richtige ist. Vielen Dank an dieser Stelle auch an das Autohaus Pieske in Wolfenbüttel, was mir diesen Wagen zur Verfügung gestellt hat für dieses Car Review. Bei dem Händler habe ich auch meinen 2015er Mustang gekauft. Also wenn ihr noch auf der Suche nach einem Mustang seid, geht da gerne mal vorbei. Werfen wir zunächst erstmal einen Blick auf die technischen Daten des 2019er Mustang GTs mit dem Automatikgetriebe. Der Wagen wird angetrieben von einem 5,0 Liter V8 Motor, der den Namen Coyote trägt. Und der leistet eine maximale Leistung von 450 PS mit einem maximalen Drehmoment von 529 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h erreicht, auch wenn das nur eine elektronische Sperre ist. Und 0 auf 100 km/h soll mit dem Automatikgetriebe der Mustang in 4,3 Sekunden schaffen. Als Durchschnittsverbrauch gibt Ford 12,1 Liter für diese Ausstattung an und als Gewicht kommen wir auf 1831 Kilo. Am meisten Aufschrei, als das Facelift rauskam, war ja eigentlich die neue Front. Also sie ist ja schon so ein bisschen anders, aber wenn man sie ein paar Mal gesehen hat, ist sie eigentlich doch ziemlich cool und sehr aggressiv, wie ich finde. Besonders schönes Detail ist, dass der obere Kühlergrill jetzt im Detail lackiert ist. Das heißt, das hier ist wirklich schön hochglanzschwarz lackiert. Leider zieht sich das nicht durch den ganzen Wagen durch. Also wenn wir uns hier unten den unteren Kühlergrill oder auch den Frontsplitter anschauen, dann ist der leider nicht mit lackiert. Erstmals am europäischen Mustang gab es hier ja neu die Haubenhutzen. Die gab es sonst immer nur am US-Modell vom GT, jetzt sogar an allen Mustang-Modellen, also auch am EcoBoost. Und das Schöne ist, die ist sogar wirklich funktional. Das heißt, das ist nicht einfach nur für Showzwecke gedacht, sondern wenn man die Hutze abnehmen würde, würde man sehen, dass da so ein kleiner Schlitz drin ist, damit eben heiße Luft von innen aus dem Motorraum rausgehen kann. Besonders schön überarbeitet hat Ford die neuen Scheinwerfer. Hier freut mich richtig, dass wir in Europa auch das schöne Tagverlicht in diesen Tribars bekommen haben. Vorher hatte der EU-Mustang das Tagverlicht ja immer nur unten als Nebelscheinwerfer. Die sind jetzt aber hier drin. Und das Schöne ist aber auch, dass wir richtige Voll-LED-Scheinwerfer haben. Wer das nicht weiß, beim 15er Mustang, da hat Ford ein bisschen gespart und nur 25 Watt Xenons verbaut. Die waren natürlich nicht die hellsten. Das ist jetzt natürlich mit LED-Scheinwerfern ganz anders. Richtig schön ist auch dieses kleine Detail, wer es noch nicht kennt. Und zwar hat man da ein kleines Mustang-Emblem reingesetzt. Und auch dieser Reflektor, den hat man zum Glück in weiß gemacht. Der ist nämlich in Europa nicht unbedingt notwendig. Das US-Modell hat nämlich diesen Reflektor in orange. Das sieht meiner Meinung nach nicht immer stimmig aus, wenn man eine bestimmte Lackfarbe hat. Von daher dieser weiße Reflektor sieht einfach bei allen Modellen cool aus. Hier unten hat man ja im Stoßfänger dieses neue Designelement, dieses Dreieck. Hier oben ist jetzt auch das Standlicht in LED drin und auch der Nebelscheinwerfer ist da reingewandert, wie schon erwähnt. Und hier unten haben wir aber so eine Hutze. Ein bisschen schade ist, das ist alles zu, das ist nur Plastik. Also das erfüllt leider keine Funktion, hier geht keine Luft irgendwie zum Reifen oder zur Bremse. Ist einfach nur ein optisches Element. Den überarbeiteten Motor erkennt man auch sofort, wenn man die Haube aufmacht. Denn hier gibt es eine komplett neue Abdeckung, die ist riesig groß, erinnert so ein bisschen an so ein Rochen irgendwie von der Form. Ist jetzt Geschmacksfrage, ob man das mag. Gut, wie oft fährt man denn mit offener Motorhaube rum? Vielleicht auf Treffen, wenn jemand hier wirklich was schick gemacht hat. Ich persönlich muss sagen, ich fand die alte Motorhaubenabdeckung schöner, weil man hier wirklich gesehen hat, dass es irgendwie ein Achtzylinder ist. Hier ist das einfach nur diese große Platte. Wenn man drunter schaut, sieht man dann halt irgendwie, dass da noch ein großer Motor ist. Aber eigentlich ist dadurch eigentlich viel zu viel verdeckt von dem eigentlich doch schönen Motor. Etwas schade beim Mustang finde ich persönlich, dass man hier noch diesen Krakel hat. Bei einem Auto, was mit ein bisschen Ausstattung 50.000 Euro kostet und eigentlich so viele coole Sachen hat. Also da tut es auch eigentlich auch nicht weh, wenn man jetzt die Haubenlüfter, die so, keine Ahnung, 100 Euro oder sowas kosten, dann noch montiert und dran machen lässt, dann sind die auch da unten verbaut. Sieht ein bisschen schöner aus, ist auch ein bisschen einfacher an der Handhabung.
Natürlich Geschmacksfrage, ob man das braucht oder nicht. So kann man natürlich auch ein bisschen am Preis sparen. Bei dem Modell, was ich jetzt hier Probe fahre, darf man sich nicht über die Reifen wundern. Das sind eigentlich die EcoBoost-Felgen, aber durch das schlechte Wetter, was hier teilweise schon aufgezogen ist in den letzten Wochen, sind jetzt hier schon Winterreifen drauf. Man sieht auch hier dieses schöne Emblem dafür. Also das sind nicht die Original-Sommerreifen. Also kann ich entsprechend das Fahrverhalten auch nicht für die Originalreifen beurteilen, sondern entsprechend dann auf den Winterreifen. Alle, die Problematik mit den Pirelli-Reifen am 15er Mustang GT kennen, denen sei gesagt, die neuen Reifen sollen wirklich besser sein. Also von diesen P-Zero-Reifen, die in Deutschland eher kritisch aufgenommen wurden von den Verhältnissen bei Nessen, ist Ford eben weggegangen mit dem Facelift. Hier unten sehen wir auch diesen schönen Seitenschweller, den Ford verbaut, immer am Mustang, der ist serienmäßig dabei. Leider auch nicht lackiert. Das sehen wir auch am Diffusor, da setzt sich das fort. Dort haben wir auch unten keine Lackierung. Aber was wir nun erstmals am Facelift haben, ist eben die Klappenanlage vom Mustang. Wenn man ehrlich ist, beim 15er Mustang, da sind viele Leute eben zu Aftermarket-Auspuffherstellern gegangen, weil man eben mit dem Sound nicht so zufrieden war für den Motor, den man eigentlich hat. So ein V8, da erwartet man ja schon so eine gewisse Lautstärke und einen gewissen tiefen Klang. Und das konnte eben die Werksanlage für viele nicht erfüllen. Deswegen gibt es jetzt hier für den GT in Europa ab Werk und inzwischen auch am EcoBoost eben diese Klappenauspuffanlage. Und wie der Sound klingt, das zeige ich euch gleich. Am Heck hat sich nicht allzu viel getan. Hier so ein bisschen die Designlinie leicht anders bei dem Kennzeichen. Und auch an dem Heckblende haben wir jetzt so einen coolen Designstreifen, der einfach diese Blende noch mal ein bisschen aufhübschen soll. Trägt optisch so ein bisschen zur Breite des Fahrzeugs bei. Aber dafür haben wir ein neues Designelement in den Rückleuchten. Diese haben nämlich jetzt diese geknickte Triber-Form, wie wir sie eben auch vorne aus den Scheinwerfern kennen. Das heißt, das zieht sich wirklich durchs ganze Fahrzeug, dass wir diese geknickte Triber so ein bisschen bumerangförmig eben jetzt überall im Fahrzeug haben. Eine Sache, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte, ist, wie man den Kofferraum aufkriegt. Man kann das natürlich über den Schlüssel machen. Den zeige ich euch hier mal. Der sieht wirklich schön aus, hat auch ein gewisses Gewicht. Aber wenn man jetzt den Kofferraum öffnen will, kann man natürlich jetzt hier drauf klicken und kriegt ihn auf. Was aber natürlich auch geht, ist, wenn man jetzt nicht unbedingt den Schlüssel aus der Hand holen will. Der Wagen hat ja Keyless Access, das heißt, man kann auch ohne Schlüssel die Türen auf und zu machen. Dann gibt es hier unten einen kleinen Knopf, den hier. Und wenn man den drückt, zack, ist der Kofferraum auch auf. Und wenn wir schon mal hier stehen, dann schauen wir auch doch gleich mal rein. Hier liegen jetzt ein paar Sachen von meinem Kamera-Equipment, ignoriert das einfach ein bisschen. Aber wie man sieht, der Kofferraum ist wirklich groß. Also da könnte ich mich sogar fast reinlegen und ich bin jetzt wirklich kein kleiner Mensch. Also wenn man viel transportieren will, kriegt man viel rein. Ich kenne das von meinem 15er GT, irgendwelche Cola-Kästen, Bierkästen, was weiß ich, kriegt man hier schon 4 Stück auf jeden Fall rein. Und hier vorne noch den ganzen Einkauf, da hat man wirklich viel Platz. Ähnlich wie beim Camaro ist das einzige wirkliche Hindernis so ein bisschen diese Luke. Man muss also alles hier irgendwie rein manövriert kriegen, also wenn man so einen großen Einkaufskorb oder sowas hat, muss man ein bisschen fummeln. Aber beim Mustang ist das auf jeden Fall nicht so schlimm wie am Camaro. Also hier kann man wirklich im Alltag super mitleben mit dieser Kofferraumöffnung und auch der Größe. Wie gehabt hat der Wagen Keyless Access, das heißt, man kann ohne den Schlüssel aus der Hosentasche zu nehmen, eben den Wagen aufschließen. Dazu legt man einfach die Hand in den Türgriff und dann geht der Wagen auf. Wenn man entsprechend zuschließen will, muss man mit dem Finger nur diese kleine Fläche berühren und man hört sofort, dass er zuschließt. Wenn jetzt die Haubenhutzen jetzt aber auch am EcoBoost sind, wie erkennt man denn jetzt, ob das ein GT oder der EcoBoost ist? Dazu sieht man natürlich nur so ein paar kleine Details. Das heißt, wir haben hier das 5.0-Emblem, dass es der GT ist. An der Front haben wir diesen Kühlergrill, der nicht nur lackiert ist, sondern eben auch diese coolen Stoßzähne hat, diese Fangs. Das sieht wirklich schick aus am GT. Der EcoBoost hat an der Stelle wirklich nur einen Wabenmustergrill, der auch nicht lackiert ist. Wenn ihr in meinem Kanal mal ganz nach unten scrollt in meinen Videos, mein allererstes Video müsste das sein, wo ich das Facelift aufgenommen habe vom EcoBoost. Und dann könnt ihr euch den anderen Grill dort auch mal anschauen. Aber ein Detail ist am EcoBoost auch noch anders, am Heck. Wie gesagt, wenn man die Klappenauspuffanlage hat am EcoBoost, dann hat man auch die 4 Endrohre. Dann kann man wirklich nur hoffen, dass der noch das Original-Heckpanel hat. Dort steht dann natürlich nicht GT, sondern ist ein Pony abgebildet. Wenn jemand aber das Emblem tauscht, und ich kenne auch viele GT-Fahrer, die sich auch hier ein Pony oder andere Heckblenden draufgesetzt haben, dann kann man es von hinten natürlich schwer sagen, außer vielleicht, wenn der Motor an ist. Kommen wir nun zum Soundcheck. Thank you.
So, wir sind jetzt im Innenraum angekommen. Ich zeige euch einmal den Startup-Bildschirm, wenn man den Wagen anlässt. Und das sieht wirklich cool aus, wie das Pony-Logo hier auftaucht und dann diese ganzen Instrumente angehen. Und so hat man auch gleich den ersten coolen Eindruck von dem neuen digitalen Tacho, was es wirklich in sich hat, meiner Meinung nach. Im digitalen Tacho haben wir nicht nur die Möglichkeit, hier so die üblichen Sachen zu sehen. Klar, ich habe Verbrauch, Reifendruck, Durchschnittsgeschwindigkeiten, hier so die typischen Standardwerte, die ich haben will. Aber was wirklich cool ist, wo sie das digitale Tacho wirklich sinnvoll nutzen, ist nicht nur, um eben viele Informationen anzuzeigen, sondern eben auch variabel dir das zu zeigen, was du gerade fürs Fahren brauchst. Wenn ich jetzt den Fahrmodus ändere, indem ich hier von normal auf zum Beispiel Sport gehe, ändert sich jetzt der Drehzahlmesser, dass ich den viel größer habe. Gehen wir von dem Sportmodus weiter in den Rennstrecken oder sogar in den neuen Drag-Modus, der eben für Beschleunigungsrennen da ist, dann ändert sich die Anzeige eben nochmal deutlich. Dann haben wir nämlich primär wirklich nur noch den Drehzahlmesser im Sichtfeld. Die Anzeige für die Geschwindigkeit ist jetzt nur noch dieses digitale KMH-Feld und kein richtiger Graph mehr, der mir irgendwie das anzeigt. Das Schöne ist, dass diese Anzeige customisierbar ist. Das heißt, ich bin gar nicht an den Fahrmodus gebunden. Möchte ich jetzt hier zum Beispiel das ändern, gehe ich einfach auf das Pony-Symbol. Dann habe ich hier noch so ein paar Einstellmöglichkeiten. Und gehe ich dann auf Instrumentendarstellung, dann kann ich das eben auch dauerhaft überschreiben. Also möchte ich eben das dauerhaft im Sportmodus oder im Rennstreckendesign haben, kann ich das einstellen. Standardeinstellung ist halt, dass das sich mit dem Fahrmodus ändert. Ebenso cool ist, dass ich mit MyColor jetzt auch die Tachofarbe und sowas ändern kann. Das konnte ich ja vorher Mustang auch schon, dass viele Beleuchtungselemente betroffen waren. Mit dem digitalen Tacho sieht das aber noch mal cooler aus. Wenn wir jetzt hier die Primärfarbe nehmen, ist das halt diese Farbe, die wir in diesen Menüs sehen. Während die Zweitdarstellung, Moment, wo sind wir da? Das ist eben dann, wie richtig meine Tachoanzeigen eingestellt sind. Möchte ich das grün haben, eben das kann ich zu meiner Außenfarbe richtig konfigurieren. Ich kann jedoch auch einfach sagen, ich möchte MyColor nutzen. MyColor ist eben eine eigene Farbe, die man konfigurieren kann. Das sieht man hier. Da hat man sehr viele Möglichkeiten, wie das eben aussehen soll farblich. Das ist schon echt cool gemacht. Ich stelle das jetzt hier einfach mal auf das Orange, weil der Wagen auch eben diese Orange Fury Außenfarbe hat, wenn ich mich nicht irre. Und eben passt das dann sehr gut dazu. Ich kann aber auch das Ambiente-Licht nochmal einstellen. Auch hier kann ich eine Farbe wählen. Das ist jetzt leider aus, aber das ist dann eben hier so die Innenraumbeleuchtung, die eben dann eine entsprechende Farbe hat, passend zu das, was ich halt haben will. Mit diesem Pony-Emblem am Lenkrad kann ich sehr viel einstellen. Gehe ich hier zum Beispiel drauf, haben wir einerseits die Möglichkeit, einen My-Mode festzulegen. Das Coole ist, mit MyMode kann ich eben wirklich customizen, wie mein Auto sich verhalten soll. Möchte ich mein Lenkrad in einer ganz weichen Einstellung, aber die Aggressivität am Gaspedal auf der Track-Einstellung, kann ich das eben mit MyMode einstellen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Einstellung, die hier vorgenommen wurde. Da ist einfach alles auf normalem MyMode. Ich kann aber auch natürlich den Auspuffmodus dazu einstellen. Und wenn ich MyMode aktiviert habe, dann sieht man das hier auch, wenn man durchschaltet. Dann gibt es ja eben auch den MyMode in dieser Fahrmodus-Auswahl. Das ist schon echt praktisch. Natürlich darf auch nicht fehlen der Schnee- und Nässe-Mode. Wenn man bei Regen und Schnee unterwegs ist, ist das schon nicht schlecht, dass der Wagen dann ein bisschen sanfter am Gaspedal hängt. Das heißt, man kann auch mal ein bisschen ruhiger und gemütlicher anfahren, ohne dass man immer hinten durchdreht bei Nässe. Möchte ich den Auspuffmodus ändern, kann ich das auch, indem ich dieses Pony-Emblem am Lenkrad drücke. Da gibt es einen eigenen Reiter Auspuffmodus. Genauso ist neu der ruhige Start. Ruhige Start kann man auch noch mit einer Uhrzeit einstellen. Das heißt, möchte ich meine Nachbarn nicht nerven, immer wenn ich zwischen 7 und 8 aus dem Haus gehe oder sowas, kann ich hier einstellen, dass in der Zeit der Wagen immer ruhig startet. Das ist schon echt cool mitgedacht. Ärgerlich ist nur, der Wagen startet immer im Normalmodus, wenn ich ihn aus habe. Ich kann hier nicht sagen, hey, ich stelle dich mal im Auspuffklang Rennstrecke ab, statt dann am nächsten Morgen den Wagen und er blubbert mich richtig schön mit dem Rennstreckenmodus an. Funktioniert nicht, dann müsste ich einmal manuell die Zündung anmachen, dann den Auspuffmodus ändern und dann erst den Motor starten. Nur so kriege ich das hin. Ist ein bisschen schade, das ist bei anderen Autos ein bisschen besser gelöst, aber dafür kann man zumindest den Leise-Modus über den ruhigen Start eben auch dauerhaft einstellen zum Starten in bestimmten Uhrzeiten. Dazu sei angemerkt, der ruhige Start ist nicht komplett flüsterleise, also der Auspuff geht einmal für einen Moment auf und lässt eben den Druck ab und danach schaltet er die Klappen zu, dass er schön leise ist. Also nicht wundern, da ist dann nichts kaputt, wenn der Wagen nicht komplett flüsterleise in der Garage irgendwo in der Auffahrt eben angeworfen werden kann. Ebenso habe ich hier in den MyMode-Einstellungen auch die Track-Apps. Da kann ich eben Beschleunigungstesten, Bremsleistungen, Rundenzeiten. Aber was cool ist, sind die Messinstrumente. Die zeige ich euch hier mal. Da sehe ich in der Mitte verschiedene Optionen. Und diese Option kann ich mir eben einstellen, was ich haben will. Das heißt hier My Gorgeous
Und hier kann ich eben drei verschiedene Sachen auswählen. Hier ist jetzt zum Beispiel Zylinder, Kopftemperatur, Öldruck und Getriebeöltemperatur eingestellt. Wenn ich möchte, kann ich aber auch hier Vakuum, Ansauglufttemperatur und so weiter mir anzeigen lassen, wenn ich das eben möchte. Also man hat hier viele Optionen, was einem wirklich lieb ist für diese Darstellung. Wenn man es nicht anders möchte, kann man eben sich hier auch immer die MyMode anzeigen lassen, dass man eben sieht, in welchem Modus mein MyMode gespeichert ist. Oder aber ich gehe zurück und lasse mir hier eben den Bordcomputer anzeigen, um eben Verbrauchsdaten und sowas zu sehen. Also man kann viel anzeigen. Neu ist auch, das ist hier verbunden natürlich mit dem Sync 3 System, mit dem Facelift und dem digitalen Karo können wir diesmal wenigstens Navigationsanzeigen anzeigen. Das heißt, Pfeile, wann ich abbiegen muss und so weiter, sehe ich dann hier auch im digitalen Tacho. Das konnte man vorher Mustang immer nur an der Mittelkonsole sehen, was natürlich ein bisschen umständlich ist beim Fahren. Ansonsten neu ist auch der adaptive Abstandshalter. Das gab es vorher nur am US-Modell. So richtig erklären kann mir das keiner, warum man Europa den Abstandstempomat bei dem Vor-Facelift weggelassen hat. Aber den kann man eben hier auch beliebig einstellen. Hier kann man On und Off drücken. Man sieht dann auch hier oben, dass der sich einstellt. Da sieht man jetzt oben bzw. rechts in diesem Kreis, dass jetzt ein Abstand eingestellt ist. Und da kann ich hier noch vor und zurück, je nachdem wie weit er sein soll. Und etwas versteckt ist auch hier hinten an dem Blinker noch so ein Knopf außen. Und da sieht man jetzt rechts, was der bewirkt. Das ist nämlich der Spurhalteassistent. Der ist auch neu bei dem Wagen. Eine Sache hat Ford leider trotzdem noch nicht eingebaut, die es nur am US-Modell gibt. Das ist bei den Spiegeln. Wenn wir da hinschauen, die Spiegel haben leider keine Blindspot-Erkennung, also da ist keine Lampe, wenn irgendwer im toten Winkel fährt. Kommen wir einmal zum Sync 3 Infotainment-System, was hier verbaut ist. Ich hatte das schon in anderen Videos gesagt. Also von der Funktion ist es wirklich gut und modern. Da darf man sich wirklich nicht beschweren über das, was man bekommt. Es ist schnell, der Touchscreen reagiert super. Gut, das war jetzt der Vorführeffekt, aber ich kann hier drauf rumdrücken und der reagiert wirklich sofort mit den Einstellungen, die ich machen möchte. Was mir aber nicht gefällt, ist einfach diese Optik. Ich finde, dass bei anderen Ford-Modellen mag die Optik vielleicht passen. Beim Mustang, man hat alles so schön schwarz, dunkel, dieses digitale Tacho mit diesen weißen, schönen, detaillierten Schriftzügen. Und hier hat man eben so ein babyblaues Display, das kriegt man auch nicht wirklich weg. Was ich aber gefunden habe, wenn man in der Anzeige ist, kann man hier einmal einen Hintergrund auswählen. Das macht es vielleicht ein bisschen besser, aber was auf jeden Fall sonst geht, ist immer zu sagen, hey, geh einfach in den Nachtmodus, dann ist hier alles mit Schwarz und Weiß gehalten und dann passt das auch optisch zu den Rest der Instrumenten. Finde ich persönlich ein bisschen schöner, ehrlich gesagt. Wie gesagt, das Babyblau, naja, ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, die Funktionen sind gut, reagiert schnell, hat auch Unterstützung für Android Auto und Apple CarPlay. Also die modernen Sachen sind da alles drin. Wenn ich eben über Google navigieren möchte oder Spotify Musik hören, kann ich alles mit dem Mustang, kein Thema. Eine Sache, die man auf jeden Fall hier loben muss, ist das Soundsystem im Mustang. Das ist jetzt ja die 1000 Watt Bang & Olufsen Play-Anlage und die klingt wirklich gut. Aus rechtlichen Gründen darf ich jetzt natürlich nicht einfach hier irgendwie Musik aufnehmen und dann im Video verarbeiten. Ist natürlich schade, aber glaubt mir, die Klangqualität ist wirklich gut. Es ist jetzt natürlich keine High-End-Anlage, die zigtausende Euro vielleicht im freien Markt kosten würde, wenn man sich das selbst verbaut. Aber für das, was man vom Hersteller kriegt, ist das echt super. Also ich glaube, da muss man schon richtig hohe Ansprüche haben, um noch was Größeres haben zu wollen vom Sound. Auf ein paar kleine Details möchte ich auch noch eingehen, die vielleicht nicht jeder kennt. Hier ist ein schönes Feature und zwar kann ich elektronisch die Spiegel an- und ausklappen. Da bin ich, hallo. Genauso haben wir hier ein schönes verstecktes Fach. Und da haben sich manche Kollegen von anderen Redaktionen schon mal gefragt, huch, wofür ist das denn? Ich weiß gar nicht, was da reintun soll. Das ist natürlich gedacht für Sonnenbrillen. Die passen da unglaublich gut rein. Hat man die direkt immer parat als Fahrer und sie können auch nicht durch den Innenraum fliegen. Und hier ist natürlich auch noch der Knopf, um eben den Kofferraum zu öffnen. Weiter rechts haben wir auch noch einen Geheimtrick, nämlich hier in dem Handschuhfach, wo wir eigentlich ganz guten Platz haben, bis hier oben gelben Knopf. Wer den drückt, hier ist ein Fach, um das Bordbuch abzulegen. In dem Vorführwagen hier ist das jetzt nicht drin, wieso auch immer. Aber hier kann man das Bordbuch verstauen, dann nimmt es nicht hier irgendwo anders im Innenraum noch Platz weg. Und wo wir gerade über Platz sprechen, ja, das ist im Mustang sogar wirklich ganz gut. Also ich habe hier Armlehnen, wo ich hier unten ein bisschen was verstauen kann. Das geht relativ tief rein. Also wenn mir da mal eine Flasche hinterrutscht, viel Spaß, die da wieder rauszufummeln oder so ein Einkaufschip, was man auch immer da mit hat. Hier in der Mitte kriegt man eigentlich auch ganz gut so jede übliche Getränke, Kaffeebecher und so weiter Flasche rein. Hier haben wir auch eine Mittelarmlehne, die wirklich mehr Platz bietet, als man auf den ersten Blick denkt, wenn man diese
sieht. Und das Ganze ist auch wirklich schön gepolstert, darauf komme ich gleich noch. Hier vorne haben wir auch noch eine schöne Ablage, also so ein paar Kleinigkeiten kann ich hier eben auch noch ablegen, die ich eben während der Fahrt mit mir rumführen möchte. Ich weiß nicht, ob mein Handy jetzt hier vielleicht irgendwie so reinpasst. Oh, es passt sogar, siehst du. Also hier hat man schon ganz guten Platz. Natürlich, es ist kein Kombi, es ist kein Familienreiseauto, aber vom Platz ist das eben ganz gut, dass man schon ein paar Sachen mitnehmen kann. Und im Notfall hat man auch immer noch die Rücksitzbank, die sogar wirklich ganz gut ist vom Platz eben. Einer der Sachen, die Ford mit dem Innenraum besser gemacht hat, mit dem Facelift, wo man wirklich auf die Kritik der User gehört hat, beziehungsweise der Käufer, was sage ich den User, das ist eben die Aufwertung der Materialien. Das heißt, das Lenkrad wurde zum Beispiel überarbeitet. Das fühlt sich jetzt wirklich schön an, ist jetzt auch nicht unbedingt das dickste, aber das hat eine sehr schöne Qualität vom Griffgefühl. Das vom Vor-Facelift, das wirkt immer so ein bisschen speckig, wenn man das angefasst hat. Hier oben, das ist immer noch das gleiche Plastik, das ist so ein bisschen weich geschäumt. Hier haben wir auch weiterhin Lederablagen. Das hier vorne ist ein bisschen mehr Plastik. Aber auch in der Mittelkonsole haben wir jetzt hier unten so Knieschoner, die eben ein bisschen beledert sind. Auch die Mittelkonsole sieht so ein bisschen schöner bestickt aus. Auch wenn das hier, glaube ich, auch nur geschäumtes Plastik ist und kein richtiges Leder. Aber wichtig sind mir ja eigentlich immer die Flächen, wo man wirklich seine Arme drauf ablegt. Wie eben hier. Und das ist wirklich schön gepolstert. Das ist wirklich angenehm zu fahren, genauso wie hier. Das ist schön gepolstert. Da kann man wirklich stundenlang mit fahren und kriegt keine lahmen Arme oder muss auf irgendeiner Druckstelle die ganze Zeit liegen. Hier oben haben wir auch nochmal diese aufgeschäumte Optik. Das ist, glaube ich, alles Teile des Premium-Pakets des Mustangs. Was mir wirklich sehr gut gefällt, aber im Innenraum, ist diese neue Blende, die sie verbaut haben. Die war früher einfach silber mit so ein bisschen gebürsteten Look. Fand ich jetzt nicht so schön. Die ist so dunkler gemacht und hat eben auch so ein schönes geriffeltes Muster drauf gedruckt. Das sieht wirklich schön aus. Und hier haben wir auch noch mal eine kleine Plakette. Falls ich nicht weiß, in was für einem Auto ich gerade sitze, kann ich es mir da immer noch mal anschauen. Bei manchen Sondermodellen gibt es dann eben auch hier noch mal eine besondere Plakette mit eben Bullet oder was auch immer man dann hat. Eine Sache, die sie hier wirklich gut gemacht haben mit dem Mustang, mit dem Facelift, ist, dass sie die Materialien noch mal aufgewertet haben. Die Sitze soll noch mal überarbeitet sein, dass das jetzt noch mal ein bisschen bessere Qualität hat. Hier hatten wir den Vor-Facelift manche so ein bisschen Probleme, dass die Sitze schnell wellig wurden. Die Sitze sind elektrisch verstellbar, das ist wirklich ganz schön, sollte auch so sein. Einzig merkwürdig ist, wenn ich die Rückenlehne verstellen möchte, muss ich hier diesen Hebel ziehen und dann selbst gucken, in welche Position ich denn möchte. Warum das nicht auch elektrisch gelöst ist, weiß keiner so genau. Zu dem Thema Sitze, das sind die ganz normalen Sportsitze, die hier immer serienmäßig drin sind. Ich finde die auch echt gut, die Seitenwangen sind super gemütlich, man kann hier stundenlang drin sitzen und fahren. Wer es noch mehr trackorientiert haben möchte, sollte zu den Recaro-Sitzen greifen. Jedoch sollte man dann beachten, diese perforierten Sachen hier, das ist ja nicht nur zum Spaß, sondern man hatte ja die Sitzklimatisierung, also Sitzheizung und Sitzkühlung für den Sommer, was eine sehr coole Sache ist, wenn man den Wagen eben auch bei 30 Grad in der Hitze mal bewegt und irgendwo auf dem Treffen vielleicht eine Stunde in der Sonne stand. Und klimatisierte Sitze und Sitzheizung gibt es beides nicht mehr, wenn man die Recaro-Sitze drin hat. Also man zahlt für die Recaros Aufpreis, verliert aber leider dieses eine Feature, was finde ich schon echt cool ist, weil Sitzklimatisierung haben so wenig Autos. Ich verstehe es nicht. Der Camaro hat zum Glück, die Amis fahren da voll drauf ab, die deutschen Hersteller. Ich weiß nicht, warum das ein Problem ist, Sitzklimatisierung mehr zu bauen. Auf jeden Fall, der Mustang hat es, aber nicht mit den Recaros. Zum Thema Rücksitze. Hier können Kinder ohne Probleme Platz nehmen, auch kleinere Menschen bis, ich sag mal 71, haben hier keine Probleme einzusteigen. Ich schaffe jetzt gerade nicht hier irgendwie mich mit Kamera mal reinzuquetschen, damit man das gut sieht. Aber bei mir wird das mit dem Kopffreiheit schon ein bisschen enger. Für eine kurze Strecke, also ich bin so 1,90, geht's ganz gut. Längere Fahrten auf keinen Fall als größerer Mensch, aber im Vergleich zum Camaro, wo das doch wirklich nur für Kleinkinder und Gepäck irgendwie gedacht sind, kann man das im Mustang wirklich nutzen. Also wer sagt, ich habe jetzt Kinder, ich muss sofort Familienkombi kaufen, tut mir leid, wenn man den Mustang hat, das geht auch lange Jahre gut, auch wenn es natürlich ein bisschen umständlich ist, dann über die Seitentüren irgendwie mit umgeklappten Sitz das Ganze nach hinten durchzufädeln. So, jetzt geht es weiter zur Probefahrt und das Wichtigste bei so einem Auto ist ja fast schon immer das Folgende, nämlich den Motor einmal starten, wenn man drin sitzt, und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Nicht schlecht auf jeden Fall. Schön tief, satter Sound, gefällt mir echt gut schon mal. Also fahren wir los. In dem Modell hier haben wir die neue 10-Gang-Automatik.
Die Sechsgang-Wandlerautomatik vorher war ja so ein bisschen umstritten. Es war halt nicht das Modernste. Jetzt einmal eine Zehngang-Wandlerautomatik, die in Kooperation mit Chevy entstanden ist. Man glaubt das kaum. Und auch der neue Camaro und ZL1-Modell und sowas haben diese Zehngang-Automatik. Und die soll sich eben auch sehr gut bewähren. Das werden wir auch gleich rausfinden, was die so kann. Also was mir sehr gut gefällt, ist, wie schnell die Automatik auch auf das manuelle Drücken der Wippen reagiert. Also wenn ich hier drücke, zack, ist der Gang gewechselt. Und drückt, zack, und der Gang ist gewechselt. Also man hat hier keine große Gedenksekunde oder sowas. Sobald man drauf drückt, wechselt der Wagen die Gänge. Und das ist wirklich gut. Also da gibt es Automatiksysteme, wo man echt klack, warten, warten und dann passiert mal was. Und das ist hier gar nicht so. Ob man sich jetzt manuell immer gleich durch alle 10 Gänge wühlen möchte, sei dahingestellt. Aber dafür kann ja die Automatik das selber regeln und dafür ist es ja eigentlich auch gedacht. Also ich glaube nicht, dass die meisten, die eine 10-Gang-Automatik haben wollen, die ganze Zeit selber durchschalten wollen, wie sich der Wagen eben dann in den Gängen verhält, sondern eben, lass die Automatik es doch machen, dafür ist sie da. Wir schauen jetzt mal, wie schnell die Automatik reagiert mit Runterschalten, wenn ich aufs Gas gehe. Also wir haben jetzt hier einen Dorfausgang und jetzt drücke ich drauf und ah, das ist schon ziemlich cool. Aber die Automatik hat so einen Moment gebraucht, wirklich zu merken, was ich machen möchte. Also da war so eine kleine Sekunde, wo er schon mal runtergeschaltet hat. Und dann, oh Moment, du stehst immer noch auf dem Gas. Und dann hat er erst ganz runtergeschaltet zu der Power, die ich wirklich haben wollte. Also es hat einen Moment gebraucht. Das ginge vielleicht schneller, aber das ist sowas, was ich mit Automatik persönlich ja auch habe. Also ich ganz vom persönlichen Empfinden bin ich auch immer ein Handschalter-Fan. Da kann ich halt viel mehr bestimmen, was ich gerade machen möchte. Klar, ich kann mit den Pedals jetzt runterschalten, die reagieren ja wie gesagt auch super und dann eben den Gang finden. Aber eben zum, ich drück mal drauf und dann schalt bitte runter. Da braucht der Wagen einen kleinen Moment zu reagieren, was ich haben will. Oh, und im Sportmodus übertreibt das ja auch ganz schön mit der Drehzahl. Also er braucht schon einen kleinen Moment dann wirklich auch runter wieder hochzuschalten auf eben einen Gang, der dann nicht gleich so eine hohe Drehzahl hat. Ich bin jetzt hier mal auf einer leeren Landstraße. Und da werde ich mal gucken, wie der Wagen so nach vorne geht. Oh Mann, ey. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, klingt gut. Also kann man sich schnell dran gewöhnen, an das Drehmoment, was der Wagen dann eben hat. Wie ich gerade schon meinte, ein bisschen braucht die Automatik, bis sie da ist. Da muss man vielleicht dann selber schalten. Aber wenn die Power erstmal da ist und wenn der Wagen die Drehzahl hat und der muss sagen, der dreht ja ohne Ende. Also das ist ja schon echt ziemlich verrückt, dass der eben bis gut 7000 Umdrehungen, die im Notfall die Gänge durchknallt. Das ist schon was Besonderes, was der Coyote-Motor hier leistet. Und man muss auch immer sehen, was man eben für den Coyote-Motor und auch den ganzen Wagen bezahlt. Also wie gesagt, mit Ausstattung 50.000 Euro, das ist schon ein super Deal. Also da bekommt man so viel geboten, wie ich in meinem Camaro-Review auch schon meinte. Für 50.000 Euro kriegt man so einen ausgestatteten TT oder irgendwie sowas und man damit so viel Spaß hat, weiß ich nicht, muss jeder für sich beurteilen. Ist ja auch ein schönes Auto, aber da muss ich sagen, der ist halt so eine Ikone. Meiner Meinung nach die wichtigste Verbesserung vom Facelift, die findet man nicht wirklich auf Datenblättern, weil die ist nicht ersichtlich, die musst du aber erleben. Und das ist nämlich die Kraft aus niedrigen Drehzahlen. Da hat Ford wirklich angesetzt mit dem überarbeiteten Coyote-Motor, der jetzt ja 450 PS statt 421 liefert. Das Drehmoment ist ja ungefähr gleich geblieben. Das klingt auf dem Papier jetzt nicht so, als ob das jetzt so einen spürbaren Unterschied macht. Was aber der große Unterschied ist, wenn ich jetzt bei wenigen Touren bin, ich bin bei 1500 Umdrehungen oder irgendwie sowas, dann hat der Wagen auf jeden Fall mehr Power als vor dem Facelift, weil der hatte so ein bisschen die Problematik, dass ich schon so 3000 Umdrehungen haben musste, damit der wirklich die Kraft dann irgendwie hat im Motor. Hier, klar, es ist ein Saugermotor, je mehr Drehzahl ich habe, desto mehr Power kommt da. Aber jetzt auch hier bei 2000 Umdrehungen drückt man drauf und es kommt sofort. Okay, jetzt hat er runtergeschaltet, das ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Aber der Wagen hat spürbar mehr Power aus den unteren Drehzahlen und das ist wirklich eine coole Sache. Auch wenn natürlich, das muss ich natürlich fairerweise sagen, bei 10 Gängen sind die alle so getaktet, dass man immer einen hohen Drehzahl fahren kann. Also ich muss nicht die ganze Zeit irgendwo die Lücke ab 2000 Umdrehungen füllen, sondern wenn ich sportlich fahren will, schafft das 10-Gang-Automatikgetriebe es eben, dass ich immer über 4000 Umdrehungen irgendwo fahren kann, wenn ich das möchte. Gleichzeitig kann ich aber auch sehr sparsam unterwegs sein, indem ich einfach niedrige Drehzahlen in hohen Gängen halte, wenn ich eben gerade nicht sportlich fahren möchte.
Zum Thema Verbrauch, da gibt es ja immer diese Gerüchte, Mustang, da brauchst du mindestens 20 Liter. Das kommt natürlich auf deine Fahrweise an. Also ich habe jetzt hier mit meiner Probefahrt einen Durchschnittsverbrauch von 15 Litern. Finde ich durchaus in Ordnung dafür, dass ich jetzt recht sportlich unterwegs war. Wenn man den Wagen nicht jetzt so ständig am Landstraßensprint bewegt, sondern eben mal Autobahn ein bisschen cruisen, dann sind wahrscheinlich im Mix auch irgendwo seine 12, 13 Liter realistisch drin. Und das ist für die Menge an Power und für so viel Spaß, wie man bekommt, einfach ein super Wert. Also was beim Mustang natürlich auffällt, ist, dass man für ein sehr sportliches Auto von den Ambitionen, also wenn man zumindest sich den Motor und die ganzen Konfigurationsdaten und auch manche Rundenzeiten anschaut, sitzt man verhältnismäßig hoch. Also andere Autos sind da deutlich tiefer, aber es ist kein negatives Hoch, sondern man hat dadurch eine sehr gute Übersicht, man hat eine gute Kontrolle über das Auto und fühlt sich rundum wohl. Bei dem Facelift hatte ich immer die Befürchtung, wenn wir jetzt die Motorhaube so anders designt haben, dann gehen ja so ein bisschen diese Power Domes verloren, die man vorher hatte. Und diese Befürchtung, die war so ein bisschen unnötig, weil man sieht auf jeden Fall immer noch sehr schön die Motorhaubenform. Man sieht, wo die Hutzen sitzen, man sieht schöne Linien. Also man hat die Motorhaube immer noch gut im Blick und oh, das klingt echt schön. Was auf jeden Fall schön ist, ich habe gerade das Tempolimit hier auf der Landstraße schon erreicht. Das heißt, ich cruise jetzt einfach und der Wagen ist jetzt eine angenehme Lautstärke. Also ich habe nicht die ganze Zeit so ein Dröhnen, sondern die Klappenanlage schaltet entsprechend auch und die Automatik ist jetzt auch schon im 10. Gang drin, dass man eben bei niedrigen Drehzahlen auch so ein bisschen vor sich hin cruisen kann, wenn man das eben möchte. Ich habe jetzt den Auspuff mal auf leise gestellt und ich muss aber ehrlich sagen, so leise ist das jetzt auch nicht. Also wenn man da ein bisschen auf Gas drückt und er die Drehzahl hochhaut, dann kommt da trotzdem immer noch ganz schön was an Sound hinten raus. Also das ist jetzt nicht der Flüstermodus, für den ihn manche vielleicht halten. Aber natürlich, der Fokus des Autos ist ja nicht, dass man leise fahren möchte, sondern vielleicht auch was vom Sound erleben. Und das kann der Wagen super. Jetzt rein vom subjektiven Eindruck. Ich finde, der Klang könnte noch ein bisschen präsenter sein. Also wenn er hochdreht, na klar, hast du ganz viel vom Sound da. Aber man merkt dann auch schon die Last. Also so ein ganz ruhiges Blubbern und sowas ist nicht viel. Da klar, der Klang ist tief, aber dieses tiefe Bollern bei niedrigen Drehzahlen, das hört man nicht viel von. Also da hat man nicht ganz dieses Satte vom Sound, wie es vielleicht manche erwarten vom V8. Aber insgesamt finde ich die Klappenauspuffanlage echt top. Also beim Vorfacelift haben, wie gesagt, viele eine andere Auspuffanlage verbaut, weil viele nicht zufrieden waren. Aber hier ist es eigentlich unnötig, finde ich, wirklich was Neues zu verbauen. Es ist gut, vielleicht kann man noch irgendwo mit ein paar Dezibel rausholen, aber wenn wir jetzt wirklich zigtausende Euro für eine neue Klappenanlage investieren von einem anderen Hersteller, ich würde es nicht unbedingt notwendig sehen, ehrlich gesagt. Der Wagen hier hat nicht das MagnaRide verbaut, also hier ist nicht das magnetische Fahrwerk drin, was sich dann adaptiv einstellt, sondern es ist das ganz normale Standardfahrwerk und auch da will Ford nachgebessert haben und ich würde sagen, das merkt man auch, wenn man hier fährt um die Kurven. Also es sitzt auf jeden Fall ein bisschen straffer als vorher. Wer jetzt die Riesenansprüche hat, ein ultra hartes, track-orientiertes Fahrwerk zu haben, der wird vielleicht um den Aftermarket nicht herumkommen. Aber für das wir die meisten Leute wahrscheinlich ihren Mustang bewegen, sollte das auf jeden Fall gut sein. Ich kann jetzt leider nicht testen, wie er sich auf der Autobahn bei wirklich über 200 km/h verhält. Das kann ja nochmal anders sein. Aber zumindest was ich wahrnehme, ausgehend von der Erfahrung, was ich früher mit dem Mustang hatte, ist das auf jeden Fall schon eine kleine Verbesserung, die Ford da gemacht hat. Also ich muss sagen, beim Fahren gefällt mir das digitale Tacho echt super. Also man kann da wirklich viel mit einstellen und sich das anzeigen, was man möchte. Aber es ist einfach super ablesbar. Ne? Also man hat es sofort auf einen Blick, alle Informationen, die man braucht. Es ist sehr klar, es ist sehr scharf. Also es gibt ja so digitale Tachos, die haben nicht so die hohe Auflösung, dass man auf einen Blick alles super im Blick hat, sondern dann immer noch mal genau schaut. Aber das hier ist wirklich dieses IT-Prinzip, keep it clean and simple. Es hat keine super verspielten Ansichten, außer diese verschiedenen Modi halt. Aber dafür ist es wirklich alles auf einen Punkt gebracht, was man eben sehen möchte. Was ich vorher nicht erwähnt habe, ist, der Wagen hat natürlich auch eine Rückfahrkamera und auch hinten Parkpieper. Also einparken ist damit kein Problem. Vorne gibt es keine Pieper. Wer aber welche haben möchte, im Ford-Zusatzkatalog gibt es welche zu kaufen. Die muss dann die Werkstatt nur montieren und lackieren lassen, damit man sie nicht sieht. Ist aber eigentlich kein großes Thema und sollte mit mehreren hundert Euro eigentlich erledigt sein, der ganze Einbau. Und dann hat man eben irgendwo so einen Zusatzschalter.
dass der dann eben auch vorne piepen kann, wenn man das möchte. Ich probiere mal ein bisschen zusammenzufassen, was meine Erfahrung so ist, was der Mustang richtig gut macht und was er nicht so gut macht. Ich denke, der Mustang ist halt eigentlich so diese eierlegende Wollmilchsau, aber im guten, im wirklich nur gut gemeinten US-amerikanischen Stil. Nämlich, wir haben sportliche Ambitionen, wir haben einen hohen Motor, der nämlich hochdreht, das Fahrwerk ist inzwischen ganz gut geworden, das Magnetic Ride soll ja noch besser sein. Wir haben einen schönen Sound, also sportliche Elemente auch vom gesamten Interieurdesign. Man fühlt sich wohl, man kann damit durchaus sportlich unterwegs sein. Gleichzeitig habe ich aber auch eine Alltagsmöglichkeit mit diesem Wagen, wo der Camaro eben nicht so viel bietet für den Alltag durch keine Ablageflächen, wenig Kofferraum, schlechte Rücksitze, habe ich hier eben alles. Also ich habe auch, die Spiegel sind ABU-Modell ja eh groß, da sehe ich viel. Der Blick nach außen ist gut, ich habe viel Fensterfläche, dass ich viel sehen kann. Der Spiegel, dieser neue rahmenlose Spiegel, hat ja auch eine gute Sicht nach hinten. Also wer irgendeinen Sportwagen gefahren ist und jetzt nicht unbedingt so ein Golf oder was als Beispiel nimmt von der Übersicht, der würde Mustang zufrieden sein. Und auch vom Alltag nutzen, ich hatte das ja schon gesagt, die Rücksitze, du kannst auch Kinder mitnehmen, du kannst kleine Menschen mal für irgendwie einen Weg zum Freund, irgendwie ein paar Dörfer weiter oder lass es auch nur 2 Stunden weg sein oder was mal mitnehmen. Das sollte alles gehen und im Kofferraum ist auch genug Platz, um das ganze Gepäck für den Urlaub mal mitzunehmen. Eine Sache möchte ich noch ansprechen, weswegen ich meine, dass der Mustang ein richtig geiles Auto ist, was immer falsch eingeschätzt wird. Das Ding ist, beim Mustang kommen wir dann immer gleich durch die reine PS-Zahl. Ja, wie schlägt der sich denn im Vergleich zum M4? Wie ist denn die Innenraumqualität? Ist das denn so gut wie bei Audi? Und so weiter. Der Wagen ist eben ein Ami von der Kultur. Und das meine ich im positiven Sinne. Da lässt man auch mal 5 gerade sein, weil ich habe das Gefühl, wenn manche Autos entwickelt werden, geht es erst darum, wie mache ich das Ding Premium? Wie mache ich Innenraummaterialien? Wie mache ich dies, das, damit ich allen Schnickschnack habe? Und dann fällt dir ein, ja, dann muss ich jetzt irgendein Sondermodell, damit es Spaß macht. Und beim Mustang ist das meiner Meinung nach genau anders, die Philosophie. Da sagt man nämlich, wir bauen ein Auto, was Spaß macht. Und dann gucken wir mal, was für Features und sowas wir noch oben drauf bauen, die dich dann vielleicht noch unterstützen, dass es wirklich ein super Alltagsauto ist. Und das macht der Wagen eben super. Und das Schöne ist, im Vergleich zu anderen amerikanischen Autos hat man eben eine super Händleranbindung mit dem Mustang. Nämlich Ford Stores gibt es echt in gefühlt jedem Dorf irgendwo an der Ecke. Da hat man immer eine Werkstatt, die dir einen Mustang verkauft, einen Mustang warten kann. Das heißt, du musst nicht irgendwo planen, wo innerhalb Deutschland ist jetzt der nächste Händler, der mir überhaupt irgendeinen Service für mein Auto bieten kann. Gerade auch im schlimmsten Fall, wenn man mal irgendwas braucht. Dann hat man halt immer jemanden um die Ecke, der einem helfen kann. Und das ist super. Und was die meisten vergessen, ist einfach, wie viel Emotion dieses Auto auch nach außen versprüht. Schon während meines Car-Reviews hier sind zig Leute dran vorbeigegangen, haben geguckt, haben gestaunt, was das für ein Auto ist. Das ist halt, auch wenn der Wagen jetzt schon ein paar Jahre in Deutschland ist und die Zulassungszahlen sind ja auch super für den Wagen, da muss man Ford echt gratulieren zu. Aber der Wagen hat eben immer noch so ein exotisches Ansehen und das hast du einfach mit anderen Autos nicht. Selbst wenn du so einen Porsche Cayman kaufst, ja, das sieht halt aus wie ein Porsche für viele, deswegen ist das halt nichts Besonderes. Stehst du mit einem Mustang an der Tanke oder irgendwo beim Einkaufen und lädst gerade deine Sachen ein, da kommen die Leute auf einen zu, sprechen mit einem und so weiter. Kinder jubeln einen vielleicht mal auf der Straße zu. Das klingt total blöd und darum geht es einem vielleicht auch gar nicht. Aber das ist dieses gewisse Amerikanische, die Coolness, dieses Offene, was dann einfach mit dem Mustang entgegenkommt, dieses American Feeling, was man dadurch bekommt. Und das macht der Wagen einfach super. Also man hat so dieses amerikanische Lebensgefühl, jeden Tag ein Stück in seinem Leben, dadurch, dass man sich einen Mustang kauft. Und das finde ich einfach klasse. Also von mir das Fazit, wer einen Ami sucht, aber jetzt keine Lust hat auf große Händlersuche, wo mache ich Wartung, auch sich nicht unbedingt befassen will, dass ich einen Zweitwagen brauche, mit dem ich irgendwo in Urlaub fahren kann und so weiter. Mit dem Mustang muss man da eigentlich sich keine großen Gedanken machen, ob er zu mir passt oder nicht. Klar, wenn ich enge Parkhäuser habe und sowas, muss ich immer gucken, ist das für mich was ich mit so einem großen Auto von der Karossenmaße eben machen möchte. Aber sonst, der Wagen, der ist eben für jeden geeignet. Natürlich sollte man sich mit befassen, ein Saugermotor braucht eben die Drehzahl, dass man eben die Leistung hat. Wenn ich nur untertourig fahre, habe ich eben nicht viel Power. So viele Kleinigkeiten, die eben so ein Ami ausmachen. Aber wenn man sich darauf einstellen kann, ein Ami zu fahren, dann ist der Mustang ein super Auto für einen. Das kann man nicht anders sagen. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Das Review hier hat mir echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Ford Piestke, dass sie mir ermöglicht haben, diesen Mustang Probe zu fahren, eben für dieses Review. Ich bin da echt dankbar für.
wie schon anfangs in der Einwendung erwähnt, wenn ihr einen Wagen habt, den ich mal reviewen kann, natürlich bevorzugt im Raum Niedersachsen und natürlich auch bevorzugt, wenn ihr Händler seid, dann schreibt mir doch bitte eine Mail an ace@modernmusclecars.de. Ich würde mich freuen, auch mehr Car-Reviews machen zu dürfen und noch viel mehr über die coolen amerikanischen Boliden berichten zu dürfen. Ich hoffe, das nächste Car-Review wird nicht so lange auf sich warten lassen. Aber mal sehen, wie es so läuft. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen schon am Laufen, wo hoffentlich was draus wird. Und dann sehen wir uns sicherlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.